Die Favela Manguinhos. Gibt es hier nur Armut, Gewalt und Drogen? Um eine Antwort zu finden, trifft Jan Ezequiel Diaz. Guten Morgen. Bist du Ezequiel? Ich bin Jan. Sollen wir reingehen? Der 45-Jährige ist hier geboren und aufgewachsen. Ezequiel zeigt Jan in den nächsten 3 Tagen seine Welt. Erste Frage. Was sind das für Dinger hier? Das sind Barrikaden. Sie schützen uns vor der Polizei, wenn die mit dem Panzerwagen kommen und schießen. Die Eisenstangen dienen unserem Schutz. Die Polizei gilt hier nicht als Freund und Helfer. Eine Favela ist ein Staat im Staat. Sie hat ihre eigenen Gesetze. Die Häuser sind selbst gebaut, ohne staatliche Erlaubnis. Der Strom wird illegal bezogen und nicht bezahlt. Seit Jahrzehnten herrscht ein Krieg zwischen der Polizei und der Drogengang namens Comando Vermelho, zu Deutsch das Rote Kommando. Die Gang, die das Viertel steuert, hat die absolute Macht. Und die heißen uns willkommen, die erlauben uns, bei ihnen zu drehen, 3 Tage. Aber die haben auch jederzeit sozusagen die Autorität zu sagen, jetzt nicht mehr oder jetzt müsst ihr dahin, jetzt müsst ihr raus. Das gesamte Team muss weiß tragen. Und sobald einer jetzt ruft, die Kamera sofort ausschalten. Fumasa sorgt als zusätzlicher Aufpasser für die Sicherheit des Teams. Er weiß, wie man sich verhalten muss. Gefährlich wird es vor allem, wenn die Polizei das Viertel stürmt. Denn dann kommt es fast immer zu einem Schusswechsel. Fast jede Hausfassade hier erzählt diese Geschichte. Den Krieg zwischen der Polizei und der Drogenbande. Sind das Einschusslöcher? Ja, ein Sturmgewehr. Das sind sehr große Sturmgewehre. Die Polizisten stoppten dort und schossen hier rein. Sie trafen die Häuser der Menschen, die hier leben. In diesem Haus leben also Kriminelle? Nein, ganz normale Menschen. Wenn du Schüsse hörst, musst du dich sofort hinlegen oder ins Bad oder in die Küche rennen. Das Problem? Das Rote Kommando hat das Sagen in diesem Viertel. Die Polizei kämpft gegen die Drogenbande und dringt immer wieder ins Viertel ein. Ein Konflikt, in den alle Bewohner und Bewohnerinnen mit hineingezogen werden. Die Bildungschancen sind gering. Arbeitslosigkeit und Armut hoch. Vor allem viele Teenager und junge Erwachsene sind in den Drogenhandel verwickelt. Ezequiel ist 12, als er die Schule verlässt und Arbeit sucht. Ich habe gelesen, dass viele in der Favela Geld mit Drogenverkauf verdienen. Ja. Aber du hast nichts damit zu tun? Nein. Und früher? Gott sei Dank, ich habe ein anständiges Leben heute. Als ich jünger war, war ich in den Drogenhandel verwickelt, ja. Als Teenager ist es schwierig, das Ganze zu realisieren. Ich führte dieses Leben einige Jahre lang, erkannte aber dann, dass es das nicht wert ist. Verstehst du? Und dann entschied ich aufzuhören. Und du konntest ohne Schwierigkeiten aufhören? Keine Probleme? Nein. Ezequiel und Jan erkunden weiter das Viertel, bis es Zeit wird, zu Jans Schlafplatz zu gehen. Plötzlich bekommt der Kameramann das Signal, die Kamera zu verdecken. Jetzt. Okay. Laufen wir wieder? Okay. Die letzten 30 Meter waren ganz interessant, weil wir plötzlich die Kamera abdecken mussten und runternehmen mussten. Und zu unserer Rechten war wie so ein Flohmarktstand. Und da saßen so ein paar junge Männer drin. Und auf dem Tisch war ein sehr großer Berg mit kleinen Plastiktüten mit weißem Pulver drin. Und das durften wir natürlich nicht zeigen. Aber das wird hier anscheinend wirklich ganz selbstverständlich gehandelt, kurz vor Sonnenuntergang. Und solange man sie nicht filmt, haben die auch überhaupt kein Problem damit, dass wir das sehen.
Also es passiert so wirklich komplett vor aller Augen, dass hier mit Drogen gehandelt wird. Ezekiels Haus ist am Rand der Favela. Immer wieder kommt es hier zu Schießereien. Ezekiel will kein Risiko eingehen und ändert kurzfristig den Plan. Er organisiert für Jan einen Schlafplatz weit tiefer in dem Viertel. Jan kommt bei einem Arbeitskollegen unter, bei dem 26-jährigen Kaka. Kakas Haus ist wie viele andere hier. Es besteht aus Ziegeln und Betonpfeilern. Zumeist stammt das Erdgeschoss von den Eltern und die Kinder bauen den ersten Stock darauf. Normalerweise schläfst du im Bett? Nein, ich schlafe auf dem Boden. Meine Großmutter schläft im Bett. Sie schläft heute woanders. Heute schläfst du im Bett. Jetzt wird es ernst. Denn eine weitere Drehbedingung lautet, um 18 Uhr muss das Kamerateam das Viertel verlassen. Nur Jan bleibt hier über Nacht. An meinem ersten Abend in der Favela hat Kaka Fumasa und mich mitgenommen auf eine Geburtstagsfeier. Für diesen einen Abend konnte man wirklich total vergessen, dass man hier in einem der ärmsten Stadtviertel überhaupt ist. Und einem der gefährlichsten in Rio de Janeiro. So, es ist 23 Uhr, hier sind immer noch Kinder auf der Straße. Man hört noch so leise Musik irgendwo aus einer Bar da hinten, aber ansonsten ist es wahnsinnig ruhig. Also man hört keine Polizeisirenen, man hört keine Schüsse. Jan ist tatsächlich der erste Reporter, der über Nacht in dieser Favela bleibt. Der nächste Morgen. Während das Kamerateam auf die Erlaubnis der Drogengang wartet, die Favela betreten zu dürfen, macht sich Jan fertig. Kakas Haus ist wie die meisten an das Wassernetz angeschlossen. Nur noch wenige sammeln Wasser mit Hilfe von Wassertanks auf dem Dach. Auf einmal ist die Welt ganz normal. Jan frühstückt bei einem Bäcker. Die Geschäfte hier zahlen keine Steuern und keine Miete. Deswegen zahlen die Bewohner und Bewohnerinnen auch nur den halben Preis im Vergleich zu außerhalb. Es gibt noch einen weiteren Hoffnungsschimmer. Und zwar diesen Garten. Seit 2013 arbeiten hier 23 Frauen und Männer. Sie verdienen knapp 80 Euro im Monat. Das entspricht der Hälfte des Mindestlohns in Brasilien. Zusätzlich dürfen sie so viele Lebensmittel mitnehmen, wie sie wollen. Für Ezekiel ist es eine Oase. Hier sind wir frei. Hier könnt ihr filmen und wir können uns in Ruhe unterhalten. Wir zeigen dir jetzt unsere Arbeit, was wir Tag für Tag machen. Aha. 49 solcher innerstädtischen Gärten gibt es in Rio. Der Lohn kommt vom Staat, aber zuständig dafür, dass es läuft, sind die Bewohner der Favela. Eingestellt werden vor allem Aussteiger aus dem Drogenmilieu, Alleinerziehende und Rentnerinnen. So wie die 72-jährige Gioni und die 28-jährige Sani Cristina. Wie war das Leben früher hier? Vor 50 Jahren war das Leben in Manguinhos gut. Doch im Laufe der Zeit wuchsen die Probleme. Aber seit einigen Jahren wird es, Gott sei Dank, wieder besser. Was waren die Veränderungen? Sanierungen, der Bau von Schulen. Allgemein veränderte sich vieles zum Guten. Der Fluss wurde gereinigt und auch die Abwasserkanäle wurden gereinigt. Gibt es etwas, das du gern ändern möchtest? Verändern? Ja, die Gewalt.
weil es kein Ort ist, an dem man Kinder großziehen kann. Hast du Kinder? Ich habe vier. Ich hatte vier Söhne. Der Älteste ist gestorben. Und ich habe eine 6 Jahre alte Tochter. Es ist schwer, hier ein Kind großzuziehen. Die Gang benutzt bereits 9- bis 12-Jährige als Drogenkuriere. In Brasilien kommen pro Jahr 60.000 Menschen wegen Drogenkonsums ums Leben. Es ist ein Krieg zwischen der Drogengang und der Polizei. Jan trifft jetzt jemanden, der mittendrin steckt. Wir haben jetzt gerade das Angebot bekommen, dass wir mit einem aktiven Mitglied der Gang sprechen können. Unter der Voraussetzung, dass er komplett anonymisiert wird und dass wir ihn außerhalb der Favela treffen. Die Organisation besitzt eine eigene Armee. 5.000 teilweise mit Kriegswaffen ausgerüstete Männer. Er ist einer davon. Mein Job im Drogenhandel ist der eines Frontmanns. Was ist ein Frontmann? Das ist ein Mann, der die Polizei nicht in die Gemeinde lässt. Die Polizei aufhalten heißt, am Eingang der Favela bei den Barrikaden auf die Panzerwagen und Polizisten schießen. Wurde eines deiner Familienmitglieder von der Polizei verletzt? Ja. Verletzt, gefoltert. Mein Vater hatte nichts mit Drogen zu tun. Aber sie kamen in unser Haus, fanden nicht, was sie wollten, und in ihrer Wut dachten sie, mein Vater sei darin verwickelt. Mein Vater war nur ein einfacher Arbeiter. Sie schlugen meinen Vater und er starb. Natürlich sind Drogen schlecht. Und natürlich verstößt Drogenhandel gegen Gesetze. Ich kann ehrlich gesagt schon nachvollziehen, dass, wenn ich nicht in der Lage bin, auf legalem Weg meine Familie zu ernähren, dass ich dann, egal welche Möglichkeit, nehme, mit der ich das kann. Für viele ist der Gemüsegarten der einzige Hoffnungsschimmer. So, wir gehen jetzt gerade ein Fußballspiel angucken. Hier, das ist die Abendbeschäftigung, die heute, glaube ich, die halbe Favela machen wird, denn Flamengo spielt heute. Genau wie bei uns. Fußball in der Kneipe schauen. Saúde! Doch nur wenige Meter weiter zeigt sich das zweite Gesicht der Favela. Ja, da spielten einfach so 15 Kinder Fußball. Und direkt daneben, unter diesem kleinen Stand, stand so ein Typ, vielleicht 17 Jahre alt, hat Posi auf dem Tisch 3 fette Plastiktüten gehabt mit weißen Pulvern drin und hat Geld gezählt. Und in seinem Hosenbund steckte einfach so eine Pistole. Das ist völlig normal hier. Und sobald es dunkel wird, sieht man sowas an fast jeder Ecke. Auch diese Nacht verläuft ohne Schüsse oder Zwischenfälle. Und am nächsten Morgen erwartet Jan etwas Besonderes. Sonntag ist Markttag. Einige Favelas gleichen mehr und mehr normalen Vierteln. Projekte wie der Gemüsegarten fördern die Entwicklung. 2 Tonnen Obst und Gemüse produziert der Garten jeden Monat. Normalerweise verbessern die Mitarbeiter mit dem Verkauf ihr Einkommen. Doch während der Pandemie verschenken sie die Lebensmittel an Bedürftige. Trotz aller Widrigkeiten, die Menschen sind glücklich. Wie machst du das? Warum bist du glücklich? Weil ich glaube, um glücklich zu sein, braucht man nicht viel. Man kann auch mit wenig glücklich sein. Es kommt aus unserem Inneren. Und man gibt es von einer Person zur anderen weiter. Ich glaube, Glück hat keinen Preis. Die große Hoffnung? Das Gartenprojekt wächst und kommt auch in anderen Favelas zum Einsatz. Jetzt heißt es für Jan Abschied nehmen.
von seinem Mitbewohner Kaka und seinem Guide Ezekiel. Wir sind da. Leider ist es vorbei. Ich danke dir sehr, mein Freund. Es waren ganz besondere Tage für mich. 3 Tage und 2 Nächte in einer Favela. Also ich muss sagen, das war für mich eine der krassesten Geschichten, die ich als Reporter bis jetzt gemacht habe. Ich habe in diesen Tagen jetzt so viel Schönes erlebt und so viel Rührendes, aber auch so viel Trauriges und Schreckliches. Und ich glaube, wenn ich eine Lektion mitnehme aus diesen Tagen, dann ist es die, dass die Sachen fast nie so schwarz und weiß sind, wie sie von außen wirken.